Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Uncharted A Thief's End. So, nun geht's auf zum Turm. Scheiß Kiste, wo steht's noch im Weg? Da kommen wir hier hoch überhaupt? Ja. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Scheint so. Nur ist die Frage, was erwartet uns dort? Oh, Vorsicht. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist so wieder so... Okay, hier war eine. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Au. Jetzt wieder. Okay, jetzt sagt keiner mehr was. Okay. Der Versuch war es wert. Tja, da kommen wir ohne die Winde nicht hoch. Okay, stellen wir die Karre mal richtig hin. Ich sehe mich mal um. Ja. Wie viel schuldest du, Alter? Nicht genau. Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gangisa-Weisache. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, ist ein viel größerer Schatz im Spiel. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Man sagt seinen Partner nie, wie sie dann doch wird. Ich war nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Okay. Moment mal, aber kommen wir überhaupt hier weiter? Oh, sieht schlecht aus, aber naja, holen wir erstmal die anderen mit hoch. Dann ziehen wir die Karre mal aus dem Dreck. Kommen wir an diesen dicken Felsen vorbei. So. Bitte. Und abwärts. So. Wir sind soweit. Dann mal los. Oh. Oh. Ach. Ich gerate aber ziemlich in Panik hier. Das Kabel wird reißen. Ja, ich tue ja schon. Oh, fuck. Halt dich fest, Junge. Ich hab dich. Boah. So was macht. So was. Ja. Erstmal kein Vorlachen. Na komm schon. Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Langsam, Junge, langsam. Ja. Oh. Das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner.
Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja. Och, da ist mir sogar das Herz in die Hose gerutscht. Obwohl es ja nur ein Spiel ist. Okay, haltet euch gut fest. Ach du Heilige, jetzt nur noch mit Anlauf oder also Anfahrt. Das geht doch niemals gut. Das Ding ist doch schon so marode. Das reicht schon. Naja, gut. Los geht's. Augen zu und durch. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Das Ding ist wirklich stehen geblieben. Das ist ja unglaublich. Ja, vielleicht sollte man damit rechnen, dass das passiert und dann passiert natürlich sowas nicht, ne? Wie immer. Man denkt, das passiert was und dann passiert erst nicht. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Genauso wie es umgekehrt ist. Wenn man glaubt, dann es passiert nichts, dann passiert es erst was. Na gut, mal sehen, was wir hier so finden. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Und? Okay, aber ich will mich hier noch mal draußen umsehen, bevor wir irgendwas verpassen. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, dass es nach unten weitergeht. Ah, siehste. Hier, den haben wir übersehen. Schnupftabakdose. Na gut. Ah, was haben wir hier? Hier können wir nicht rein. Nee. Wo wir reinkommen, das wissen wir ja schon. Okay. Da unten kann man also auch, aber so wie es aussieht, ist da unten nur nichts, oder? Ich guck trotzdem mal eben. Sicher ist sicher. Okay, hier ist nichts. Dorf da. Okay. Na gut, dann gehen wir runter. Wenn hier oben so weiter nichts ist, dann können wir auch nach unten gehen. Also definitiv kommen wir da nicht wieder zurück. Das steht schon mal fest. Okay. Dann mal nach unten. In die Katakomben. Vorsicht. Was haben wir denn hier? Sprengstoff. Hm.
Okay, hier kann man was machen. Mache ich gleich. Oh. Noch mehr C4. Okay. Machen wir erstmal das. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Und ab. Ah, okay. Verdammt! Zugemauert! Okay, sehen wir uns um. Okay, dafür sind also die Fässer. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge! Trink. Achtung! Ich leg sie mal hin. Besser ist es. Alle bereit? Ich sag doch Achtung! Ja, das hat er gesagt. Ob die Gegner uns gehört haben? Na. Beeilung, ihr zwei! Sam, warte! Der hat's aber eilig. Naja, gut, wenn man bedenkt, worum es geht. Denn dein Leben steht ja auf dem Spiel. Aber trotzdem, man sollte lieber vorsichtig hier runtergehen. Ich meine, es könnten überall Fallen sein. Okay, sind auf dem richtigen Weg. Nathan, Victor, hier lang! Auf. Ganz schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Jupp, das sagte ich eben schon. Take it easy, Bro. Wo ist denn jetzt hin? Hä? Achso, da ist er durch. Ich wollte schon sagen, wo ist er abgeblieben? Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Leute! Komme! Ja, wir kommen ja schon. Okay, hier ist nichts. Ich sehe mich lieber jetzt um, als wenn es zu spät ist. Aber hier scheint nichts wirklich Interessantes zu sein. Okay, dann gehen wir mal nach Sam hin, mal sehen, was er gefunden hat. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist ja unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs... Wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Da
Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Knight? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Oh. Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Das war ja klar. Verfluchte Scheiße. Wie schmeckt dir deine eigene Medizin, du Arsch? Wie viel sind denn da noch? Granatwerfer. Gute Scheiße. Du steckst in der Scheiße! Was ist das? Herrje, waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, alles gut. Sam? Ja, hier drüben! Meine Fresse. Nee, den Granatlauncher kann ich noch gut gebrauchen. Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Was hat er da? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan, wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da, etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Wraiths Leuten. Genau.
Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Kapitel 11. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Tja. Dann bin ich mal gespannt, ob wir fündig werden, wonach wir suchen. Hoffentlich ist Sam auch sicher. Ich meine, er ist ganz alleine. Ja. Na gut, dann finden wir es mal raus. Ziemlich belebter Markt. Also hier rumzuballern wäre eine schlechte Idee. Hoffentlich treffen wir nicht auf die Gegenseite. Na gut. Dann mischen wir uns mal ins Getümmel. Okay, hier können wir nicht durch. Ob hier Gegenstände versteckt sind? Bis jetzt sieht es nicht so aus. Mal hier reingehen und gucken. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Könnte schlimmer sein, zum Beispiel Astotzka. Oh, was? Erinnere mich nicht daran. Ich schätze mal, wir müssen hier durchs Fenster, ne? Wo sind wir denn hier? Ach so, wo man hier einreisen oder so tut. Vermute ich mal. Oder Passwort da steht. Passport. Habt ihr den Piratenschatz gesehen? Hey, nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh Mist, tut mir leid. Hier, ich helfe Ihnen. Mein Fehler. Entschuldigen Sie, mein Freund, ich habe ihn lange nicht gefüttert. Alles gut. Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Du halluzinierst. Das glaube ich nicht. Dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. Die streicht wirklich die Wand. Oh Mann. Das wird eine richtige Suche werden. Na gut. Dann wollen wir mal weiter. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den einen Daumen hoch. Hinterlasst ein paar Kommentare und wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt, dann klickt auf den Abo-Button. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Facebook folgen würdet. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.
Und falls ihr das Neueste vom Neuen aus der Gaming-Welt erfahren möchtet und euch gerne mit anderen austauscht, dann schaut mal im Forum vom gamerspalace.de vorbei. Ihr seid herzlich willkommen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung als auch verlinkt auf der Endcard. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald.